Nach dem Urteil im Livestream und TV, so sehen Sie heute das Drama heute, am 4.2.2021, wird nach dem Urteil von Javier Legrand im TV ausgestrahlt. Wo Sie den Streifen schauen können, ob nur im klassischen TV oder auf dem Internet, sowie den Wiederholungstermin und eine Empfehlung ähnlicher Filme erfahren Sie im TV wird heute, am 24. Februar 2021, der Film nach dem Urteil gezeigt. Sie sollten rechtzeitig um 23.15 Uhr bei Dreisat einschalten, denn da wird der Film von Javier Legrand aus für alle, die eher im Internet fernsehen. Dreisat bietet online auch einen Livestream nach dem Urteil heute im Livestream und TV. Darum gibt es in dem Film von Javier Legrand nach der Scheidung wegen seiner Unbeherrschtheit erwirbt und wann das Recht, alle 14 Tage des Wochenende mit dem Sohn zu verbringen. Dabei sind die Nerven aller zum Zerreißen gespannt. Mit seiner bedrohlichen Intensität zieht Javier Legrands Beziehungsthriller den Zuschauer. Das Spielfilmdebüt des Oscar-nominierten Regisseurs besticht durch die grandiosen Leistungen seiner Hauptdarsteller. Miriam ist fassungslos, als das Gericht ihrem Ex-Mann Antoine das Recht zuspricht, den gemeinsamen Sohn Julien jedes zweite Wochenende zu sich zu nehmen. Sie und auch Julien wissen um Antoines unberechenbare Tobsuchtsanfälle, mit denen er seine eigene Unsicherheit zu überspielen. So kommt es, wie es kommen muss. Julien verweigert die Zusammenkunft, Miriam deckt ihn, während Antoine draußen auf der Straße amok zu laufen droht. Unter Tränen folgt der Junge schließlich seinem Vater ins Haus von dessen Eltern, die selbst nicht wissen, wie sie mit Antoine umgehen. Alle zwei Wochen wiederholt sich ähnlich beklemmend dies für Sohn und Mutter. Julien wird zum Spielball des Vaters, der über ihn immer wieder Kontakt zu seiner Ex. Nachdem Miriam ihre Wohnung gewechselt hat, setzt Antoine den Jungen signallos unter psychischen Druck, bis dieser ihn zur neuen Wohnung führt. Dort angekommen, durchsucht Antoine alle Zimmer, um schließlich unter der Beteuerung, er habe sich doch geändert, in Tränen auszubrechen. Miriam bleibt zu Recht skeptisch. Als die ältere Tochter der beiden kurz darauf heiratet, kann Miriam nur mit Mühe verhindern, dass Antoine die Hochzeit. Antoine hat jedoch jedes Maß verloren und ist in seinem blindwütigen Zorn. Es beginnt mit einer ebenso nüchternen wie zermürbenden Verhandlung über das Sorgerecht, bei der die Richterin beiden Parteien Gerechtigkeit widerfahren lassen. Doch der Film zeigt, dass dieses Bemühen unweigerlich an Grenzen stößt. Javier Legrands Inszenierung konfrontiert den Zuschauer mit einer kaum lösbaren Konfliktsituation, die in eine Spirale der Gewalt mündet. Nach dem Urteil gewann zahlreiche Filmpreise, darunter den Silbernen Löwen in Venedig für die beste Regie. Quelle: Dreisat, übermittelt durch Funke Programmzeitschriften. Ähnliche Sendungen wie das Drama nach dem Urteil heute im TV sehen Sie. Interessieren sich für Filme wie nach dem Urteil? Dann haben wir hier noch einen Tipp für Sie. Um 0:10 auf RTL. Nach dem Urteil am 24. Februar 2021. Wiederholung online in der Dreisat Mediathek und im TV. Sie können nach dem Urteil heute um 23.15 Uhr nicht sehen? Werfen Sie doch einfach mal einen Blick in die Dreisat Mediathek. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand. Bei Dreisat im TV wird es vorerst leider keine Wiederholung geben. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung auch online in der Mediathek vor. Leider gilt dies nicht für alle Sendungen. Nach dem Urteil, alle Schauspieler und Infos auf einen Blick von Javier Legrand mit Dennis Menuchet, Lea Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveu, Mathieu Saïkali, Florence Janas, Sadia Bantayeb, Coralie Rossier, Sophie Bussmay und Emilie Incerti von Montigny am 24.2.2021. Erstausstrahlung bei Dreisat Originaltitel, Jusqu'Alagal Drehbuch, Javier Legrand Kamera, Nathalie Durand Genre, Drama und Thriller FSK, ab 16 Jahren freigegeben, 90 Minuten, von 23.15 Uhr bis 0.45 Uhr, Produktionsjahr 2017 in HD, ja folgende schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zu roinus.de.